Na dann gehe ich mal durch die neu aufgeschlossene Tür, wenn ich mal laufen würde. Aber nein, ich renne ja eher. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact entering vacuum. Du bist tot, kann das sein? Und du auch. Sehr gut. Sonst scheint hier nicht zu sein. Das ist schon mal beruhigend zu wissen. Mehr oder weniger. Life support and climate system malfunction. So, du wirst mir auch nicht in den Rücken fallen. Please contact repair specialist. Da muss ich lang. Muss das jetzt ein wenig auf mich warten, denn ich werde mir jetzt erstmal die anderen Sachen ansehen hier. Toll, so ein Baby-Ding. Na. Willst du wohl deinen letzten Tentakel mal rausholen? Nicht dich in die Decke glitschen? Okay, es hat sich in die Decke geglitscht. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Wie auch immer. Das Schöne am Vakuum ist ja, dass es hier sehr, sehr ruhig ist. Kein Geschrei. Ein unangenehmes, tödliches Monster, was auf mich zukrabbeln könnte. Alles schön ruhig und entspannend. Naja. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Habe Luft. Alles kein Problem, ich habe Luft. Dö, na komm, mach das Ding da auf. Sehr gut, mehr Munition. Na. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Ich weiß, dass das hier nicht gesund ist. Danke. Selbst wenn es gesund wäre, es wäre Monster verseucht. Also nur mal zur Info. Na toll. Na? Das nehmen wir aber mit. Je mehr Plasma-Cutter, desto besser. Okay, ich soll noch da hinten. Life support and climate system malfunction. Hazardous condition. Please contact repair specialist. Naja, mach ich gleich. Ich hol gleich den Mechaniker. Naja, natürlich. Wird gemacht. Nachher. Ah. Viel besser. Bisschen umständlich hier am Laufen, aber okay. Wenigstens komme ich aus diesen Schlafräumen da raus. Alles cool. Auch wenn ich noch nicht mal im Aufzug stehe und das jetzt schon wieder die typische Aufzugsmusik macht.
frage mich, ob Nicole noch lebt. Ich habe sie schon viel zu lange nicht mehr gesehen. Das ist beunruhigend. Naja, wird schon. Wird schon schief gehen. Wird schon schief gehen. Mein Gott. Irgendwann musstest du auftauchen und mich attackieren wollen. Wo kommst du, kleines Mistding, denn wieder her? Dieses Ding nicht. Es blubbert mir zu viel rum, das ist blach. Blach, 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 blach. Sehr gut. Und damit ist mein Rick, zumindest was meine Gesundheit angeht, perfekt aufgerüstet. Oh yeah. Hier runter? Was hiermit? Naja. Ich soll dann da durch, ja. Später. Erstmal ein klein wenig aufräumen hier. Brauche ich sehr viel Plasma-Energie. Und noch ein Large Medipack. Oh yeah. Wo geht's denn jetzt hin? In Schlafblock C. Uah. Monster. Ja. Keine Antwort? Das wäre unhöflich. Es lebt sich Plasma-Energie 6. Okay. Das freut mich zu hören. Zero Gravity Basketball. Wie auch immer. Level 5 Suit. Huh. Also der Level 5 Suit muss mit. Hätte ich gedacht. Dann gebe ich einfach mal eben das Schemata ab. Dann kann ich mein Medipack wieder mitnehmen. Oh yeah. Weiter hatte du da. Mache die Tür auf. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Aber leider habe ich keine einzige Cent mehr. Ah, zumindest nicht mehr so viel. Das heißt wohl sparen. Und vorsichtig mit meiner Gesundheit umgehen. Ja, ich weiß, wie man Zero Gravity Basketball spielt. Warum
Warum willst du, dass ich Basketball spiele, Blinkeding? Entering zero gravity. Weil hier unser Item liegt, okay. Okay. Also mal kurz ein Wort an euch, Leute. Wie kann man jetzt Basketball spielen? Also Zero Gravity Basketball. Ich werde jetzt gleich eine Runde vorführen. Sobald ich alle Monster hier erledigt habe, irgendwann mal. Ich werde also eine Runde hier vorführen. Und dann werde ich euch den Rest ersparen, weil es immer dasselbe wäre. Und das ist dann auf die Dauer, finde ich, ein bisschen langweilig. Wäre natürlich auch schon, wenn ich jetzt nicht draufgehe dabei. Das ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Also was heißt, ja doch kein leichtes, kann ich verstehen, das eigentlich. Ja, es gibt Dinger, die definitiv einfacher zu machen sind, als hier die ganzen Babys zu sehen und dann wirklich auch noch zu treffen und so. Ich meine, das Ding da oben treffe ich jetzt garantiert gar nicht und so. Ich erkläre jetzt einfach mal die Regeln soweit, wie es auch da gestanden hat, oder stand, oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte. Die Regeln sind wie folgt. Wir springen hier drauf, dadurch starten wir das Spiel. Jetzt ein Ball. Und den müssten wir uns schnappen. Allerdings haben wir einen Multiplier, der je nachdem wie viele leuchtende Plattformen wir noch anspringen vorher, unseren Punktestand erhöht. Und dann muss man einfach irgendwo einlochen. Wenn ich jetzt nämlich einfach nur so einloche. Mache ich halt ein bisschen mehr Punkte. Man hat ja gesehen, ich habe direkt 8 gehabt, wenn ich einfach nur hier stehe und einloche. Hoppala. Dann mache ich nur einen Punkt. Das Ganze kann man halt öfter spielen. Und man erhält, so ähnlich wie beim Schießstand, dann Punkte. Nur, dass das hier ein Spiel ist, was wirklich lange dauert. Deswegen werde ich diese Runde jetzt zu Ende spielen. Und dann werden wir uns halt wiedersehen, wenn ich alle oder fast alle dieser Gewinne eingeheimst habe. Na, wo ist der Ball? Da ist der Ball. Das ist eigentlich alles, was man hier machen soll, muss, wie auch immer. Deswegen ist es am interessantesten, wenn man hin und her springt. Genauso gut kann man aber auch, wie gesagt, einfach einlochen. Gut ist. Habe ich den Ball? Habe ich den jetzt in der Hand gehabt? So. Babyteil. Lecker. Allerdings, meiner Meinung nach, kann man, glaube ich, fast alles gewinnen, wenn man einfach hier vorne steht und den Ball immer wieder zurückpölt. Ja, Game Over. Wir hatten 31 Punkte. Ich meine, das reicht auch. Für irgendein Spind müsste es gereicht haben. Ja, hier. Und das mache ich dann halt sehr wahrscheinlich mit allen noch eben. Und dann sehen wir uns danach wieder. Wenn ich Zero Gravity Basketball Champion der United League of Aliens geworden bin. Bis dahin.